Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, ihr seht richtig, ich bin jetzt hier Lord Dohalim, denn er ist Teil unserer Gruppe geworden. Und ja, damit ist das Kapitel Eldeminancia vorerst, denke ich mal, abgeschlossen. Schauen wir uns am besten auch nochmal gleich die Unterhaltung an, die noch angezeigt wird. Ich wünsche mir sehr, dass wir Kisara auf jeden Fall nochmal sprechen können. Und wir sollen nach Visint zu den Stadttoren gehen. Das werden wir dann auch jetzt gleich direkt machen. Aber wir gucken uns erstmal die Unterhaltung an. Where did Kisara run off to? You don't think she took off after Kel'Thuzad, do you? No. Nagal entrusted her with his dream. She wouldn't do something reckless like that. Right now, I think she just needs time to think. What she does from here on out is up to her. She has to be the one to decide. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch eine Unterhaltung. Das hat man ja manchmal, dass da so eine Lawine losgelöst wird. Aber dem ist nicht so. Gut. Dann schauen wir mal, wie die Lage jetzt ist. Oh, die Bediensteten sind wieder zurück. Das ging ja flott. Sieht aber nicht so aus, als könnte ich mit dem reden. Das ist sehr interessant, dass wir jetzt Dohalim steuern können. Der kann ja auch nicht reden. Will irgendwer mit mir reden? Ich bin euer Lord. Also, ich weiß nicht, ob die inzwischen wissen, dass Dohalim zurücktreten möchte. Aber vielleicht kommt das ja jetzt gleich noch. Ne, Moment, hier lang. Bisschen orientierungslos mal wieder. So, Zielmarkierung ist gar nicht so weit entfernt. Aber reden wir hier erstmal mit meinem Volk. Der rhenäische Soldat, der hier war. Ist das zu fassen? Als Kel'Thuzad abgehauen ist, ist er mit ihm gegangen. So wie scheinbar alle anderen, die eine Rolle im Aufstand gespielt haben. Na, fantastisch. Das ist der Ortelina-Palast. Ja, was du nicht sagst. Also ich meine, hallo, weißt du, wer vor dir steht? Aber ja, danke, dass du es mir nochmal gesagt hast, falls mir ein Stein auf den Kopf gefallen ist oder so. Der Lord hat beschieden, dass der Palast dem ganzen Volk offen steht. Ja, ich weiß, weil ich habe das ja entschieden. Ich glaube, wir müssen ihm vielleicht eine Brille oder so schenken, weil, hallo, ich bin Lord Dohalim. Euch steht der Zutritt frei. Ja, wie gnädig. Wie gnädig. Viele meiner Brüder fühlten sich hier nicht zu Hause und gingen. Ich hingegen bin geblieben. Das freut mich, dass du dich wohlfühlst. Dieser Ort ist, wie soll ich es ausdrücken? Ein Zuhause? Ja, nicht schlecht, sagen wir es so. Das hört sich nicht so begeistert an, aber okay. Besser als mich zu verraten. Okay, da vorne müssen wir hin. Am Ende habe ich mich entschieden, auf Seiten seiner Lordschaft zu stehen. Aber was geschieht jetzt mit Menantia? Ja. Das muss doch halt ihm noch verkünden, eigentlich. Wie ich höre, ist Lord Dohalim für eine Weile auf Reisen. Ach, wirklich? Was du nicht sagst.
Es wird ohne ihn nicht dasselbe sein, aber ich arbeite hart, um sicherzustellen, dass er nicht enttäuscht ist, wenn er zurückkommt. Okay, also Dohalim sagt, er ist offiziell auf Reisen. Wahrscheinlich in ein anderes Reich. Okay. Wie konnten sie nur... Er hat mich gerettet. Okay, zwei Sätze, die etwas komisch im Zusammenhang klingen. Beobachtet ihr den da? Ich denke, wir halten uns an unsere derzeitige Position in der Sache, egal was kommt. Ach, der Wohlfahrtstyp. Ja, sehe ich auch so. Wir sollten weiterhin Schutzsuchende aufnehmen. Ja, ich stimme euch zu. Wenn Danea und Renea versuchen zusammenzuleben, wäre es keine gute Idee, unter Daneans Zwietracht zu säen. Auch das ist richtig. Wir Wachen können mit den Panzersoldaten zusammen die Stadt beschützen. Das Wohlfahrtsamt kann sich um die Anliegen der Einwohner kümmern. Sehr gut organisiert. Ich hoffe, ihr helft aus, wenn bei uns Not am Mann herrscht. Nichts, was ihr hier hinkriegen würdet, wenn ihr erstmal die Rüstung auszieht. Ich bin mir sicher, die Panzersoldaten können auch mithelfen, wenn die einzige Bedingung ist, die Rüstung abzulegen. Ja. Dort drüben liegt das Übungsgelände. Jeder darf dort gern trainieren. Sie schreiben Boni gut, also schärft eure Fähigkeiten und gebt euer Bestes. Wenn ihr es wagt, nehmt die Herausforderung an. Ja, ich glaube, das ist auch noch eine gute Sache, dass es da dieses Trainingsgelände gibt. Ich war mir nicht sicher, was passieren würde, wenn ich sie beschütze, und wurde dafür verhaftet. Oh nein. Aber sie kam heil aus der Sache raus und ich lebe noch. Alles gut. Übrigens, warum habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden? Bilde ich mir nur Dinge ein? Nein, sie beobachtet dich. Genau von da. Viel Spaß. You all arrived here from Cislodia, yes? In that case, you should depart via the south gate, rather than the one you arrived through. Ja. Hey Soldat, mir egal, ob du Renea bist. Du kannst dich nicht vordrängeln. Ist richtig. Geht nicht. Hör mal, es geht hier nicht um renäische Privilegien. Ich trage einfach nur eine schwerere Last als du. Wegen der Rüstung, oder? Ich finde, das sollte mir das Recht geben, vor dir zu sein. Nee. Der einzige Grund, weshalb du mir schleppst, ist deine Rüstung, die deine Kraft verstärkt. Ja. Das stimmt, aber es ändert nichts daran, dass ich schwer trage. Ich meine ja nur, dass... Okay, beruhig dich. Und du, Soldat, bleib an deinem Platz in der Schlange. Zusammenleben und zusammenwachsen. Vergesst nie unsere Ideale. Ist das Lagil? Also sie sieht zumindest aus wie Lagil. Okay, das ist abgehakt. Das ist auch abgehakt. Also einige haben neue Interaktionen, manche auch nicht. Hallo meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr verhelft euch bald einmal wieder zu unserem Dienst. Ich glaube, es wäre wirklich nicht schlecht, nochmal beim Waffenschmied zu gucken. Weil wir jetzt Dohalim dabei haben. So. Okay, für ihn haben wir schon bereits die beste Waffe, wenn ich das richtig sehe. Okay, Shion, da fehlt uns das Geld, aber das ist theoretisch möglich. Bei Rinwell das gleiche, da fehlt uns einfach nur das Geld. Oh, okay.
Bei Doha leben können wir es wohl noch nicht machen. Ja, und Law hat auch die besten Sachen. Dann gucken wir gleich mal. Ja, 12. Ja, mega. Das ist sehr gut. Dann kann ich mir hier jetzt bei Shion die unschuldige Lilly basteln. Eine Waffe, die wohl von den Walküren von Rena gebraucht wurde. Obwohl sie schon viele Kämpfe erlebt hat, ist ihr Zustand makellos. Ich fand zwar den Schwarzdorn schöner, aber na gut. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Aber es ist ja auch deutlich schlechter. Deswegen lohnt sich das für mich auch nicht, das nochmal nachzubauen. So, Silberschwert, die Eule. Ein Märchen über eine blauäugige Eule, genannt Silberschwert, die sich in den Himmel schwingt, um den Schwachen und Unterdrückten zu helfen. Oh, es klingt aber nach einem süßen Buch, obwohl das beim Bucheinband ein bisschen nach einem Anker-Verketterum aussieht. Aber gut, das können wir uns auch leisten und das sollten wir auch ausrüsten. Und beim Rest scheint es ja ganz gut zu sein. Dann verkaufen wir unsere alten Waffen mal wieder. Ich frage mich gerade, wir haben noch Kisaras Waffe. Die ist auch noch ausgerüstet. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Kisara zurückkommt. So, und auch hier muss ich mal gucken. Oh, da ist jetzt nichts besser. Oh, doch, hier. Den Topaz-Umhang für Dohalim. Das macht ja Sinn. Wir konnten ihm zumindest schon keine neue Waffe geben. Können wir uns auch echt locker leisten. Ja, perfekt. So, dann muss ich mich hier mal wieder ein bisschen ausrüsten. Dann ist erstmal ein ganz so schönes Gold auch schon weg. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Ja, guckt mal hier. Wir haben ja jetzt das schicke Cocktailkleid. Ja, und die Zeugelpanzer, das könnten wir auch noch wegtun. Perfekt. So. Dann gucken wir mal, wo die Zielmarkierung ist. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Die kranke Person, die gefunden wurde, wurde in den Steinbruch gebracht. Das ist nicht gut. Ich kenne sie nicht, aber ich wollte ein paar Blumen vorbeibringen. Aua. Das ist sehr nett, aber ich glaube, die Person wird das nicht mehr mitkriegen. Du wirst nur noch einen See sehen können. After all that, Kisara never came back to see us. I'm surprised she slipped away without us noticing. Where would she even go? I hope this place survives. You think the Danans and Renans have a chance of getting along? We didn't really do much to change things around here, did we? This realm had its own walls to overcome. And in the end, it was the people themselves who decided to break them down, without any help from us. I hope they keep going. I really do. Yeah, well, if you say so, I guess. Huh? All right. I leave command of the Gold Dust Cats in your hands.
You've got nothing to worry about, Kisara. I'll do your brother proud. Ich dachte schon, der Katze. Looks like it's time to go. Take good care of Zare for me. All right, Lagiel? You've got it. Stay safe, Kisara. Wiedersehen, wiedersehen. Komm mit uns. Did you come to say goodbye? Actually, I was wondering if you could use another companion. Ja. Huh? Well, we certainly don't mind you coming along. We just figured you'd stay behind and help rebuild. These people could use you. I thought much the same thing. However, in the end, something changed my mind. Ever since Migal died, I've been thinking a lot. About where I went wrong, what I should have done differently. You know, that sort of thing. It's true that our dream of coexistence saved many Danann lives, but we were naive and short-sighted. I was so wrapped up in my idea of how things should be, that I didn't see the problems that existed right in front of us. I thought we had been given a utopia. And so I never bothered to look too far past its surface. I chose to be ignorant. And because of that, because of me, my brother. Migal's death wasn't your fault, Kisara. Perhaps you're right. But in the end, it was me he entrusted this dream to. I learned that nothing in this life is free, or gained without sacrifice. Now that I know that, I'll just have to figure out what else I don't know. So, decided to join us? I have. And hopefully I can continue to protect Eldamin and Sia from outside the dream world, for the sake of those still inside. And here I thought you joined for an opportunity on my life. In all honesty, I'm grateful to you. I truly am. I don't blame you for what happened. But I must also leave your service. No longer will I be defined by protecting a Renan lord. From now on, when I fight to protect my dream. All I ask is that you do your part, that you fight alongside me. Not just for those who used to believe in your dream, but for those that still do. Dohalim. I understand. I'm no longer a lord anyway. Well, this crew just gets bigger and bigger. All right, where to, team? We make for Mahag Sar, the Valley of the Four Winds. Ja, Kisara ist wieder da. Oh, und ein Rezept für Gnocchi. Runde, weiche Teigklöße aus Kartoffeln und Mehl. Zusammen mit einer feinen Sahnesoße ergeben sie eine herrliche Delikatesse. Ja, Gnocchi sind 1A, sind so lecker. Aber eigentlich nicht unbedingt in Sahnesoße, sondern in Tomatensoße. Rezept für Blattfisch. Ein Rezept mit Fisch, der in einem großen Blatt gegrillt wird. Der Fisch bleibt zart und saftig, während der Duft des Blatts den Raum erfüllt. Oh, das klingt gut. Ui. Emblem erworben für Elfen. Kameradenfreiheit. Erhöhte maximale AL um 1. Jetzt haben wir richtig viel AL für Elfen. Die Zeit ist reif, um Dana mit Gleichgesinnten, die an eine bessere Zukunft glauben, zu befreien und dem Kampf um die Krone ein Ende zu bereiten. Yo. Ja. Wir sind jetzt auch ein lustiger Haufen in der Truppe.
Und ich frage mich, ob wir im nächsten Gebiet nochmal neue Leute dazu kriegen. Dann sind wir ein richtig großes Grüppchen. I'm amazed how easily you can move such a giant shield around like it's nothing. Really? It's not actually as heavy as it looks. It's really reassuring to have someone like you protecting us, though. You know, I guess I never realized it before. But looking back, I've always been the sort to put myself in harm's way to protect those around me, even before I joined the Eldermen and Sea Guard. So, in a way, using this shield to keep you all safe feels like it's what I was meant to do. You don't need to worry about protecting me. I don't plan on relying on you. That's okay. It doesn't matter if you do or not. I don't protect people because they ask me to. I do it because I want to, and because I think it's the right thing to do. That goes for you too, Dohalim. Me? Yes. You see, you and I both want the same thing. We have the same goal. That means it's in my best interest to continue to protect and keep you safe as well. Even now. I'm not sure how much protecting I'll need either, but I appreciate the thought. I'm sure you'll do us proud, Kisara. Right. You can all count on me. What was Kel'Zalik even after in the end? Isn't it obvious? Clearly he wanted the throne for himself, and was gonna have his goons execute Dohalim to get it. He had to have known he couldn't hope to defeat a lord. He should have run while he had the chance, instead of holing himself up in the palace. Maybe he thought he couldn't run? Either way, the outcome's the same. So he got desperate and decided to go for broke? One might argue that he was another victim of mine, in a sense. Huh? There is no greater calling in life to a Renan than the crown contest, yet I refused to take part. The shock he felt at that must have been truly immense, enough to drive him to revolt, even though doing so meant defying Renan hierarchy. I know I've said this before, but Danans and Renans wouldn't coexist here if it wasn't for your stance. But that was no lofty idealism on my part, nor do I feel any pride at what occurred. Spare us the pity party. You literally just joined us to uphold those ideals. Xion! No, she is absolutely correct. I shall speak no more of my misgivings. Jetzt haben wir schon zwei Renner in der Gruppe. Kaum zu glauben, dass der frühere Wachmann Miguel eines versuchten Attentats beschuldigt wurde, und dann zeigt sich, dass er der Loyale war. Überraschung, ist doch ganz häufig so. Ich muss noch fleißiger arbeiten als bisher, um Lord Dohalim meine Loyalität zu beweisen. Ja, ich bin mir sicher, dass du das kannst. Dieser Danea Miguel war echt was Besonderes. Ja. Sehr aufopfernd. Von hier aus gelangt ihr zum benachbarten Reich Mahak-Zar, aber es ist angeblich ein gefährlicher Pass über einen steilen Berg. Bevor ihr dort seid, gelangt ihr an einen Teich. Früher haben sich die Leute an den renäischen Wachen vorbeigeschlichen, um dort zu angeln. Kriegen wir jetzt endlich mal eine Angel? So, ich würde aber sagen, bevor wir weiter aufbrechen, sehen wir hier so einige Nebenquests. Und es hat sich ja bestätigt, in Cislodia, dass sich das lohnt, einfach schon mal Nebenquests anzunehmen und zu gucken, ob man die erledigen kann. Und jetzt, da Kisara wieder da ist, gucken wir auch noch mal hier, ob wir ihr ein neues Schild basteln können. Was? Moment. Es sind neue Waffen da. Ach, Jack. Verbesserte Version von... Ach, jetzt habe ich die ganzen Waffen verkauft.
Ich könnte kotzen. Aber gut, uns fehlen sowieso noch Items dazu. Ich denke mal, das wird dann irgendwann möglich sein. Aber ach, ich wusste, ich hätte die Waffen nicht verkaufen sollen. Ach, wie ärgerlich. Ja, auch hier. Ach, das sind alles abgegradete Sachen von vorherigen Waffen. Oh. Aber es ist richtig fies, dass das auch jetzt erst freigeschaltet wird. Wie gemein. Aber wahrscheinlich geht niemand wieder zurück zum Schmied. Ja, ich glaube, hier die darf ich nicht mehr verkaufen. Die Flammenritterhandschuhe durch das besondere Item. Das ist natürlich die Frage. Hier gibt es noch den gefederten Schild. Ja, der macht Kisara schon deutlich stärker. Großer Schild getränkt in Wind-Astral-Energie, an dem zwei Federn befestigt sind. Ja, komm. Denn bis wir die anderen Sachen herstellen können, brauchen wir ja eventuell neue oder auch andere Sachen. Das sieht ganz süß aus. Und irgendwann werden wir diesen Schild machen. So, ich überlege jetzt gerade, bevor wir aufbrechen, sollten wir Nebenquests machen, das hatte ich eben gesagt. Aber haben wir noch eventuell offene Nebenquests? Ah, der Eulenwald. Okay, hier in Ulzebex noch was mit den Klamotten. Ich weiß aber nicht, was ich da noch machen soll. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in den Eulenwald nochmal. Das hat ja häufiger auch Rinwell angesprochen, dass da eventuell sich was tut. Muss ich nur gucken. So. Da gibt es eine schöne Schnellreise hin. Ich glaube, wir hatten 19 oder 20 Eulen. Das ist ja schon mal eine beachtliche Menge. Do you sense one of your friends, Hoodle? Ja, hier sind ganz viele, ne? Guck mal. Okay, hier ist wohl auch noch Platz für eine Eule oder mehrere. Okay. Was ist jetzt? Oh je. Silber, Sündenschlechter Rüstung. Replikat der Rüstung eines legendären dänäischen Helden. Der gelbe Stoff über der Silberrüstung zeugt von der Tapferkeit ihres Trägers. Okay. Kupfersündenschlechter Rüstung. Replikat. Die Kupferrüstung und der rote Stoff dürsten jede Nacht nach dem Blut von Bösewichten. Okay. Okay, kann hier nicht weiter ansprechen. Gut, weil wir ja jetzt auch kurz vorm nächsten Gebiet stehen, wollte ich ja so ein bisschen vielleicht mal die Kleidung variieren. Boah, ich finde aber irgendwie das Blaue hier schöner. Ich bleib dabei. So, Shion. Ich gehe mal wieder mit dem klassischen Edelscharlach. So. Okay, für ihn haben wir noch nichts. Nee, Law steckt mir nicht mehr in die Beamtenuniform. Okay.
Obwohl, kann man hier noch was mit den Haaren machen? Ah, ja gut. Ich frage mich, ob da auch noch was dazu kommt. Aber das ist jetzt auch soweit in Ordnung. Gut, damit haben wir den Eulenwald dann nochmal besucht. Dann geht's einmal zurück nach Menantia. Oder ich guck mal gerade, wir können auch... Hier in Moskau ist auch noch eine neue Nebenquest. Und in Ulzebek. Nee. Dann gehen wir zurück nach Vizint und hören uns da beim nächsten Mal die Bitten der Leute an, denn es sind ja immer mal wieder interessante Nebenquests dabei, die wirklich gute Belohnungen mit sich bringen, also nicht nur Galt. Und ich finde das sinnvoller, die dann immer nach so einem großen Block-Story zu machen, dass das nicht sich später irgendwie ansammelt. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.